Hallo, ich möchte euch heute zeigen, wie man den Standort für eine Zeitrafferaufnahme vom Vollmond mit Google Earth Pro bestimmen kann. Das heißt, zuerst sucht man sich natürlich das Objekt aus, das man gemeinsam mit dem Vollmond aufnehmen möchte. Bei mir war das am 8. April 2020 das Heidentor bei Petronell. Das heißt, das Heidentor ist ungefähr hier in dem Bereich. Das heißt, ich zoome rein und sehe hier das Heidentor. Also das ist hier jetzt mein Objekt, hinter dem der Mond aufgehen soll. Das heißt, ich lege mir hier unter meine Orte rechte Maustaste hinzufügen Ordner ein Projekt 1 an und sage okay. So habe ich hier das Projekt 1. Der nächste Schritt ist, ich setze mir eine Hilfsmarke für das Heidentor. Das heißt, ich gehe hier rauf, auf Ortsmarkierung hinzufügen, klicke das an und sage dazu Heidentor und suche mir hier auf der rechten Seite das passende Symbol aus. Möchte hier einen gelben Pin haben, klicke den gelben Pin an, sage hier okay, Heidentor passt, sage okay. Und jetzt habe ich das Objekt Heidentor hier in meinem Projekt angelegt. Der nächste Schritt ist jetzt die Ausrichtung oder die Hilfslinie für den Mondaufgang. Am 8. April ist der Mond auf 100,3 Grad aufgegangen. Das heißt, ich gehe jetzt hierher, verwende das Lineal, klicke hier und versuche auch wieder hier so exakt wie möglich meine Linie beginnen zu lassen. Das heißt, ich linke Maustaste drücken und ziehen. Das heißt, sobald ich die Maus ziehe, werden hier die Werte von Länge und Richtung angezeigt. Nachdem ich mich vom Mond wegbewege, muss ich 180 Grad hinzuzählen. Das heißt, meine Ausrichtung für die Hilfslinie ist auf 280 Grad. Das heißt, 100 plus eben die 180 Grad vom Mond weg und versuche das jetzt hier zu finden. Ich weiß auch, dass ich ungefähr in einer Entfernung von circa 500 Meter vom Heidentor wegstehen möchte und gehe jetzt auf die 500 Meter mit circa 280 Grad nach Möglichkeit so genau wie möglich. So, und sage jetzt 590 bis C vor noch 537 Meter. Fein, klick hier die Marke an und sage jetzt hier speichern und sage, das ist jetzt meine, das ist die Richtung Mondaufgang. Klick wieder Enter. Jetzt hat mal Google Earth das hier angelegt. Ich möchte es aber hier in meinem Projekt haben. Gedrückte Maustaste, ziehen wir das hier rauf und habe jetzt meine Hilfslinie, meine Linie für die Ausrichtung vom Mond. Gedrückte Shift-Taste auf der Tastatur, linke Maustaste gedrückt, kann ich mir die Neigung und die Drehung von Google Earth verändern. So, jetzt dann möchte ich noch eine zweite Hilfslinie, damit ich mich dann sozusagen auch an der Landschaft orientieren kann. Ich gehe jetzt wieder her und beginne meine Linie in der Nähe von hier. Kann man hier dann auch noch natürlich mein Kamerasymbol einfügen. Habe das Symbol hier ausgewählt. Gehe auf OK und sage Kamerastandort. Kamerastandort. So schaut der auch richtig positioniert ist, den möchte ich dann ungefähr da haben. Und sage okay, auch den legt er mir jetzt wieder schön hier an. Wie gesagt, nächster Schritt ist jetzt die Hilfslinie als Referenzlinie dann in die Landschaft hinein. Ich wähle hier aus und mit dem Scrollbar, Scrollrad auf der Maus mache ich jetzt den Maßstab deutlich kleiner, damit ich dann sozusagen auf 100,3 Grad. Klick hier und sage Speichern und benenne das
Schiffslinie Mond. Sag okay. Ziehen wir die Hilfslinie jetzt wieder hier rauf. Das heißt, jetzt kann ich auch wieder Shift-Taste auf der Tastatur, linke Maustaste, drehen wir das wieder und erkenne, der Mond wird rechts von dem kleinen Hügel hier, von dem bewaldeten Hügel aufgehen. Das heißt, somit habe ich auch, sollte der Kompass nicht exakt sein, in der Landschaft eine Referenz, die ich dann sozusagen beim Fotografieren oder beim Aufstellen vom Stativ und der Kamera verwenden kann. So, um die Kamera wieder zu Norden, rechts oben auf das N klicken und dann eben sozusagen mit der Shift und Scrollrad auf der Maus wieder die Betrachtungsweise ändern. Ich denke, es ist nicht so schwer und wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg.